Hallo, ihr Freunde des abenteuerlichen Klemmbausteinbaus. Und habt ihr euch schon mal in eurem Leben gefragt, wie viele Klemmbausteine man für x Euro bekommen kann? Ich noch nicht. Bis ich dann auf Amazon ein Angebot gesehen habe, eines Luban-Sets, das unglaublicherweise nur 3 Euro kostet. Ich habe mich dann gefragt, was kann man für 3 Euro erwarten aus Klemmbausteinen? Ich habe dann gedacht, wahrscheinlich zie nicht ziemlich viel, aber ich habe es einfach mal bestellt und will es euch mal vorstellen, so als kleines Goodie unter der Woche, wisst ihr, wie ich meine? Und zwar haben wir hier den Sluban Pullback Rider aus der Powerbricks Serie. 51 Teile wird jetzt wahrscheinlich nicht der riesige Bauspaß, aber hey, ich zeig's euch einfach mal und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das gut oder schlecht findet. Ja, vielleicht ist es ja für eine Familie, die nicht so viel Geld hat und einfach mal ein bisschen klemmbausteinmäßig einsteigen will, nicht verkehrt, um ein paar Ideen zu sammeln und das vielleicht mal groß nachzubauen mit gebrauchten Klemmbausteinen. Warum eigentlich nicht? Aber wir schauen uns das einfach mal an, was das so alles hier kann. Und wir legen mal mit der Verpackung los. Hinten haben wir noch andere Beispiele, welche es dann auch noch von der Powerbricks-Serie gibt. Verschiedene Fahrzeuge eben. Wir haben jetzt das C erwischt von Amazon. Ein bisschen Text noch auf den Seiten. Wie immer noch ein anderes Foto. Noch ein kleines Foto vom Auto. Und der Barcode. Mehr hat die Verpackung im Endeffekt gar nicht. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was kommt denn aus dieser schönen Verpackung raus? Ich habe sie schon mal geöffnet im Vorab, damit ich die jetzt nicht live aufschneiden muss. Und dann schauen wir mal. Das bekommt man für 3 Euro. Wir sehen als erstes schon mal, man bekommt einen Stickerbogen. Ist okay, keine Ahnung, was erwartet man auch. Dann haben wir hier einmal eine wahrscheinlich Werbebroschüre. Ja, eine Werbebroschüre für die verschiedensten Sluban-Sets. Die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und dann haben wir hier die Anleitung, die kleiner als die Werbebroschüre ist. Aber egal, schauen wir uns auch an. Und hier haben wir die Teile. Ich finde ja die Farbe nicht mal schlecht für das Geld. Kann man vielleicht auch für andere Sets benutzen. Schauen wir mal, was sich hier so findet. Die Werbebroschüre wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, euch die einarmig zu zeigen, aber einen kleinen Überblick einfach mal. Wir haben hier dieses Vorschaubild eben von einem Sluban-Set. Und dann haben wir hier die verschiedenen Sets aufgelistet mit Nummern dazu. Da haben wir zum Beispiel die Titanic, habe ich schon gesehen. Jetzt finde ich sie natürlich nicht mehr. Wäre ja auch zu schön. Auf jeden Fall habe ich die Titanic gesehen. Glaubt es mir einfach mal. Dann haben wir hier ein paar Flugzeuge, Panzersets, das dürfte Abwehr von Kursk sein, was da abgebildet ist. Hier haben wir eine Kanone, eine Flugabwehrkanone, ein bisschen Polizei, ein bisschen Feuerwehr. Ach, hier haben wir doch die Titanic. Es ist, war gut, dass er mir geglaubt hat, wenn er mir geglaubt hat. Aber egal, Werbebroschüre, ne? Kennen wir alle. Und dann haben wir hier die Anleitung. Die wird jetzt noch einhändig noch schwieriger. Aber egal. Danke, dass du durchs Bild läufst. Alles gut. Und die Anleitung ist eben hier so zum Aufklappen, Auffalten. Und dann hat man hier die einzelnen Bauschritte gezeigt. Gut, und dann würde ich sagen, mache ich mal die Tüte hier auf und dann baue ich mal. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Bauschritte unterteile. Wäre wahrscheinlich sinnlos bei so wenigen Teilen, aber schauen wir einfach mal. Und da ist jetzt tatsächlich das gute Stück schon fertig. Das waren jetzt ungefähr 15 Minuten Bauspaß. Ja, was kann man für 3 Euro erwarten? Die Frage wollen wir uns ja stellen. Und ich fange einfach mal ganz generell an. Wir haben Farbtreue. Gut, man kann natürlich bei so einem Set auch keine Farbe verstecken irgendwo. Wir haben eigentlich von der Qualität her in Ordnung Steine. Also es ist nicht so grausam wie die Steine von Sluban, die anfangs kamen, wo ja auch die Sluban-Skala dann eingeführt wurde. So schlimm sind die nicht mehr. Sie sind aber auch nicht auf so einem Top-Niveau wie jetzt von Kobi oder wie vom dänischen Hersteller. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Die Qualität ist in Ordnung, aber nicht perfekt. Man kann damit bauen und für so ein kleines Ding reicht's. Es ist natürlich an und für sich kein gutes Set. Das ist klar. Erwarte ich ja auch nicht. Aber es ist, wenn man den Preis einbezieht, echt in Ordnung. Also als Einsteiger-Set einfach mal gucken, ist Klemmbaustein überhaupt was für mich? Dann würde ich zwar natürlich eher zu sowas raten wie dem wunderschönen Wattburg von Kobi, den ich schon vorgestellt habe. Hat man natürlich mehr davon. Na, kostet natürlich aber auch mal das Dreifache. Und beim Wattburg von Kobi hatte man, soweit ich weiß, 73 Teile und bei dem Hot Rod 50. Kann man sich jetzt überlegen, ist es das dann wert? Ja, würde ich schon machen, weil sowas von Kobi hat natürlich dann ein bisschen mehr Hand und Fuß.
als so ein kleines Ding hier. Das erinnert so an diese McDonald's-Spielzeuge, die so beigelegt werden, nur dass man es selber baut. Ich finde es völlig okay für das Geld, muss ich sagen. Man kann mit den Teilen sogar was anfangen. Es sind sogar noch ein, zwei Ersatzteile dabei. Also zum Beispiel haben wir hier so eine angeschrägte Fliese als Ersatzteil dabei. Wir haben eine Einer Plate als Ersatzteil dabei. Und wir haben so ein, ich weiß nicht, was das darstellen soll, ich denke mal Luftauslass als Ersatzteil dabei. Für 3 Euro, hey, warum nicht? Da baust Watschen einfach, natürlich. Wir haben auch Teile, die man leider für andere Sachen nicht verwenden kann dabei. Da sind zum Beispiel Sachen dabei wie diese Unterkonstruktion, die schon komplett fertig ist. Das sieht man hier auch, ist verschraubt. Das ist nicht so schön. Aber 3-Euro-Set, wir bleiben dabei. Wir haben den Sticker, die habe ich jetzt nicht aufgeklebt, weil ich einfach generell nicht Sticker aufklebe. Ein Kind kann die aufkleben, wenn es damit spielen will, alles gut. Ich erwarte natürlich auch bei einem 3-Euro-Set kein Set, was pet-printed ist. Alles gut. Und ich würde sagen, ihr könnt euch hoffentlich jetzt mal ein kleines Bild machen. Was bekommt man für 3 Euro als Klemmbaustein-Spaß von Amazon? Genau das eben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ihr könnt gerne beim nächsten Mal wieder einschalten.